Zur dritten Turnierrunde um die Landesmeisterschaft des FSA wurden in Mildensee am Wochenende 6 Mädchenmannschaften begrüßt. Gardelegen hatte abgesagt. Die Mädchenspielgemeinschaft Mildensee-Dessauer SV 97 bekam es im ersten Spiel mit dem Halleschen FC zu tun. Zu Beginn der Partie verlor die sonst so sichere Abwehr der MSG vorübergehend den Überblick, was die Mädels vom HFC sofort bestraften und zum 1:0 trafen. Doch Dessau drehte die Partie und siegte am Ende mit 3:1. Im zweiten Spiel gegen die starken Magdeburgerinnen lief alles zusammen und am Ende reichte es zum 1:0 Erfolg. Dafür lief im dritten Spiel gegen Köthen nichts mehr zusammen, die Partie endete torlos unentschieden. Auch im Spiel gegen Wernigerode musste sich die Spielgemeinschaft mit einem 1:1 begnügen. Gegen Zöschen konnte zum Abschluss des Turniers noch einmal ein Sieg gefeiert werden. Also wir sind spielüberlegend, aber wir machen zu wenig aus unseren Chancen, also wir müssten eigentlich ein bisschen mehr machen. Also das Kurzpassspiel müsste ein bisschen korrigiert werden, sage ich mal, das ist zu wenig bei uns. Wir laufen zu stark auf die Gegner auf, versuchen mit dem Ball selber durchzugehen. Also das Passspiel ist sehr, das muss noch sehr nachgelegt werden bei uns. Aber so bin ich ganz zufrieden. In der Tabelle um die Landesmeisterschaft bleibt der Magdeburger FFC das Maß aller Dinge. Die Mannschaft aus der Landeshauptstadt hat 7 Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten und der kommt mit der Mädchenspielgemeinschaft Mildensee DSV 97 aus Dessau.